Die Black Sakura Zwerggarnele. Bei der Black Sakura Garnele handelt es sich um eine tiefschwarz gefärbte Garnele der Gattung Neocaridina Davidi, die mit ihren vielen Zuchtformen zu einer der am stärksten verbreiteten Garnelenarten im Hobby gehört. Ihre Wurzeln liegen in den Seen und kleinen Fließgewässern Ostchinas. Mittlerweile kommt sie aber auch in anderen Teilen Chinas sowie in Japan, Taiwan, Korea und Hawaii vor. Die Männchen und Weibchen der Black Sakura Garnele lassen sich gut voneinander unterscheiden. Die Weibchen sind häufig etwas größer und fülliger als die Männchen und besitzen zudem einen Eifleck im Nacken sowie Eier unter ihrem Hinterleib. Die Männchen hingegen bleiben etwas kleiner und sind auch schlanker. Die Vergesellschaftung. Die Vergesellschaftung dieser Tiere mit anderen Fischen oder Garnelen stellt kein Problem dar. Die Tiere sind sehr anpassungsfähig und nicht feindselig. Man kann sie ohne Probleme mit anderen Garnelenarten zusammenhalten. Bei der Haltung mit anderen Garnelen sind aber zwei Dinge zu beachten. Zum einen können sich die Black Sakuras mit anderen Farbschlägen der Gattung Neocaridina vermehren. Das Problem dabei ist, dass nicht alle Jungtiere die charakteristische tiefschwarze Färbung besitzen. Auf Dauer würde dann der Nachwuchs also wildfarbend, sprich bräunlich durchsichtig sein. Außerdem ist bei der Haltung mit anderen Garnelen wichtig, dass die Bedingungen für beide Tiere passen. Das sollte aber bei jeder Art der Vergesellschaftung so sein. Auch mit friedlichen Fischen wie Guppies, vielen Salmlern oder Welsen lassen sich die Tiere zusammenhalten. Auch mit räuberischen Fischen kann man die Garnelen vergesellschaften. Dabei sollte man aber besonders darauf achten, dass die Tiere genügend Versteckmöglichkeiten wie feinfiedrige Pflanzen und Moose besitzen, damit der Bestand der Garnelengruppe gesichert ist. Interessante Pflanzen und Moose findest du übrigens auch in unserem Online-Shop. Nebst dem lässt sich Neocaridina Davidi genauso gut mit Schnecken, Muscheln, Krebsen und Krabben zusammenhalten. Das Aquarium. Diese Garnele lässt sich ab einer Gruppe von 10 bis 20 Tieren problemlos in vielen verschiedenen Aquarien halten. Ob im huminstoffhaltigen Naturaquarium, gewöhnlichen Gesellschaftsbecken, Artbecken oder harmonischen Aquascape, die Black Sakura ist stets eine interessante und passende Wahl. Trotzdem freuen sich die Tiere besonders über dicht bepflanzte Aquarien mit Rückzugsmöglichkeiten in Moosen oder anderen feinfiedrigen Pflanzen. Wichtig ist außerdem, dass dein Filter garnelensicher ist, sodass die Tiere nicht eingesaugt werden. Wir empfehlen dir für kleine bis mittlere Garnelen den Bob-Schwammfilter. Diesen kannst du natürlich auch direkt in unserem Online-Shop unter www.garnelentv-shop.de bestellen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Auch auf unserem Kanal haben wir bereits ein Video zum Bob-Schwammfilter hochgeladen. Die Wasserparameter. Die Black Sakura Garnele stellt anfängerfreundliche Ansprüche an die Wasserparameter. Bei einer Aquariengröße ab 20 Litern freut sich diese Garnele über eine Gesamthärte von 3 bis 30, eine Carbonathärte von 3 bis 30 und einen pH-Wert von 6,5 bis 8. Obwohl eine Haltung der Tiere sogar bei niedrigen Temperaturen von etwa 5 Grad Celsius möglich sein soll, empfehlen wir dennoch eine Wassertemperatur zwischen 18 und 28 Grad Celsius. Die Zucht. Die Zucht der Black Sakuras ist ein Kinderspiel. Alle 4 bis 6 Wochen schlüpfen aus den Eiern der Weibchen etwa 20 bis 50 fertig entwickelte Jungtiere. Ein weiteres zu tun ist gar nicht nötig. Die Jungtiere ernähren sich von allem, was so im Aquarium rumschwebt und zu finden ist. Zum Beispiel Biofilm. Leben die Tiere in einem äußerst sauberen Aquascape, ist ein Zufüttern von Staubfutter jedoch eine Überlegung wert, um eine erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere zu gewährleisten. Die Fütterung. Es gibt viele Arten, den Hunger der Tiere zu stillen. Grundsätzlich bietet sich jede Art von Garnelenfutter an. Auch Lebendfutter wie Artemia, Wasserflöhe oder Mückenlarven hat sich bewährt. Soll's vegetarisch sein, kann auch auf überbrühtes Gemüse, Brennnessel, Löwenzahn oder Spinat zurückgegriffen werden. In der Natur ernähren sich die Tiere von Biofilm und anderem Aufwuchs. Eher selten von Löwenzahn. Als gutes Dauerfutter eignet sich besonders braunes Herbstlaub. Ein positiver Nebeneffekt dabei ist die Verbesserung der Wasserqualität durch Abgabe von Huminstoffen durch die Blätter. Huminstoffe sind Stoffe, bei denen Abbau von pflanzlichen Resten übrig bleiben. Diese Stoffe bieten in ihren Bestandteilen einen großen Vorteil für die im Gewässer lebenden Tiere und Pflanzen. Neben der Verbesserung der Wasserqualität haben Huminstoffe außerdem auch eine heilende Wirkung und stärken das Immunsystem.
eine Möglichkeit, Huminstoffe deinem Aquarium zuzuführen, haben wir bereits in einem Video aufgegriffen. Die Black Sakura ist wahrlich fantastisch und dazu noch besonders gut für Anfänger geeignet. Ein echter Hingucker im Aquarium eben. Du bist begeistert von den Tieren? In unserem Online-Shop unter www.garnelentv-shop.de kannst du diese Garnele sowie viele weitere Tiere und Produkte kaufen. Wir haben außerdem noch einen Pro-Tipp für dich. Soll die Garnelenpopulation so richtig boomen? Dann lass doch mal die Scheiben deines Aquariums etwas veralgen. Der Nachwuchs wird nämlich größer ausfallen. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss nicht, uns einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Und denk dran, schaust du Garnelen TV, wirst du garnelenschlau.